Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr seht's, ich habe diese drei Spiele nur in Anführungszeichen geschafft. Es war zeitlich einfach nicht mehr drin in dieser Woche. Trotzdem wollte ich euch irgendwas zeigen. Das sind jetzt die Spiele. Viel Spaß dabei und Dankeschön fürs Reinschalten. Unter der Woche war es dann soweit, Schluss für Seoane, Tür auf für Xabi Alonso, Leverkusen gegen Schalke, dadurch umso mehr Favorit, auch wenn es bei Leverkusen nicht gut lief, bei Schalke läuft es in der Saison noch schlechter. Vierte Spielminute, Robert Andrich mit dem Hammer aus 16 Metern, nach der Klatsche gegen Bayern München ist Leverkusen jetzt in der Liga gefordert. Gegen Schalke, das in Überzahl 2:3 gegen Augsburg daheim verlor. Noch etwas krachender. Leverkusen spielte gut, spielte schnell und nach 11 Minuten stand es bereits 2:0. Der FC Schalke 04 überfordert zu diesem Zeitpunkt. Jetzt auch noch zwei schwere Ausfälle. Salazar und Van den Berg müssen ersetzt werden. Bayer hatte Spielspaß, konnte in der 25. Minute dann aber nicht erhöhen. Callum Hudson-Odoi mit dem Versuch hat das 3:0 hier auch auf dem Fuß. Aber Schwolo, der auch nicht unumstritten ist, kann hier gut parieren. Es war eine sehr deutliche Angelegenheit im ersten Durchgang und das sollte sich dann zunächst in Durchgang 2 auch nicht verändern. Kurz ausgeführte Ecke. Hudson-Odoi zieht in den Strafraum ein. Tapsoba, Robert Andrich, Tapsoba, Schwolo. Der macht ein gutes Spiel zwischen den Pfosten heute. Schalke einfach ohne Zugriff und nach vorne war es auch viel zu wenig. Die Elf von Frank Kramer. Sie eröffnete ein doch ziemlich viele offene Fragen. Knapp 20 Minuten noch zu spielen. Callum Hudson-Odoi zu viel Platz im 16er. Klar, Schalke musste irgendwie ein bisschen aufmachen, aber das war eher unkontrolliert und fahrlässig. 3:0, die folgerichtige Entscheidung. Noch einmal. Bayer, Schick, Diaby findet Callum Hudson-Odoi und der beschließt mit dem 4:0. Diese Partie, der Endstand am Ende sehr deutlich, aber auch in der Höhe vollkommen in Ordnung. Das Debüt von Xabi Alonso geglückt und Schalke 04 steckt tief unten drin. Dortmund und Bayern haben in der Champions League jeweils sehr überzeugende Auftritte hingelegt. Es war vor allem gegen Sevilla für Dortmund nicht in der Deutlichkeit zu erwarten. Aber nun hatten sie es mit Bayern in der Liga zu tun. Viel Prestige und es ist auch immer wieder geprägt von strittigen Schiedsrichterentscheidungen. In der 17. Minute gab es dann Elfmeter. Schlotterbeck hier mit dem Kontakt am Fuß. Ja, der ist da bester ursächlich am Ende für das Fallen. Sehr theatralisch. Bitter für Dortmund, die Aktion aber nicht mehr durch den Kontakt zu widerrufen. Thomas Müller macht in der 17. Minute das 0:1. Etwas glücklich zu diesem Zeitpunkt. Bei Dortmund stand Kobel wieder zwischen den Pfosten, der gegen Sevilla noch stark von Meier vertreten wurde. Der konnte hier nichts mehr ausrichten. Der BVB brauchte ein wenig, dann dieser starke Ball auf Malen, der kommt gegen Upamecano nicht durch, dann hier auch wieder etwas strittig, ja Rückpass, vielleicht hätte man auch abpfeifen können, am Ende ist es eine halbe Torchance, die in den Arm von Manuel Neuer endet. Also etwas glücklos der Auftritt der Dortmunder mit Pech geschmückt, der FC Bayern München, der hatte sich ja wieder gefangen. Das 4:0 gegen Leverkusen, das deutliche 5:0 gegen Pilsen dann, brachten wohl wieder die Bayern auf die richtige Spur. Hier ist es knappes Abseits, trotzdem Bayern schon klar überlegen. Dortmund mit wenigen Akzenten nach vorne, dann aber nicht zielstrebig und aussagekräftig genug. Kurz nachdem wieder Anpfiff, dann
die Bayern mit dieser Szene. Marcel Sabitzer wird dann nicht richtig angegangen. Müller aus der Drehung. Und das war durchaus gefährlich, sehen wir hier in der Wiederholung. Da fehlte wirklich nicht viel. Kobel wäre sonst wohl auch im Eck da gewesen. Aber er musste nicht eingreifen. Die Bayern mit viel Tempo im zweiten Durchgang und schnellen Pässen direkt in den Strafraum. Sabitzer 0:2. Durchaus verdient. Die Bayern kamen jetzt richtig auf den Geschmack. Sabitzer, Mané 0:3. Die Entscheidung in der 67. Minute. So schlecht war der BVB gar nicht. Aber konnte gegen die Bayern einfach nicht mithalten. 10 Minuten vor dem Ende. Aber dann zumindest nochmal diese Szene. Guerreiro, Malen 1:3. 80. Spielminute. Der verdiente Anschluss ist es ja nicht, aber Ehrentreffer zumindest am Ende trotzdem ein klares Ergebnis. Bayern gewinnt, das auch verdient, vielleicht am Ende ein Treffer zu hoch. Dieses Derby hat es immer wieder in sich. Gladbach gegen Köln, zuletzt die Geißböcke, meistens mit dem Erfolg. Und so sollte es auch hier wieder werden. Gladbach nach dem 1:5. Gegen Werder Bremen unter Zugzwang. Und Gladbach startete auch stark rein. 19. Minute, diese Riesenchance zum 1:0 muss es eigentlich sein. Schwebe aber ist ein richtig guter Rückhalt und hält hier erstmal die 0. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite kurz ausgeführt. Alassane Plea zieht in den Strafraum ein. Hübers kann es nicht klären. Und der Unglücksrabe vom letzten Wochenende, Rami Benzebaini, macht das 1:0 in der 22. Minute. Verdeckter Schuss, Schwäbe kann nichts machen, 1:0 auch gleichzeitig. Das Halbzeitergebnis, die Geißböcke, die zuletzt Dortmund schlugen, auch nach Rückstand, hatten im ersten Durchgang kaum stattgefunden. Das musste besser werden, das war ihnen sicherlich auch selbst klar, aber Borussia Mönchengladbach ließ nicht zu. Die Heimstärke ist ja durchaus da in der nächsten Aktion. Hier verpassten sie aber das 2:0 und damit Köln weiterhin mitten im Spiel. Aber die Zeit lief den Gästen davon. Sie konnten sich einfach nicht mehr nach vorne durchsetzen. Stindl, starker Pass auf Thüram. Schwebe bleibt der beste Kölner an diesem Sonntagnachmittag und hält auch weiterhin die Geißböcke im Spiel. Es waren ja noch 10 Minuten zu gehen, aber erstmal wieder Gladbach. Kramer kann abschließen. Ja, wird mehr und mehr in der Offensive eingesetzt, aber mit dem Abschluss, ja, klappt es nur so halb. Nicht ungefährlich, aber Luft nach oben. Und Köln konnte sich einfach nicht mehr befreien. Gladbach nagelte die Mannschaft von Baumgart im eigenen 16er fest. 87. Minute Hofmann, einzig und allein Schwebe eben in Normalform. Gladbach brauchte die Trotzreaktion, zeigte sie und gewinnt am Ende knapp, doch hochverdient mit 1:0 gegen enttäuschende Kölner. Jo, das war's mit der Prognose. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach unten, oben und ein Abo da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und adios.